Ich glaube, dass Multiplayer noch gar nicht geht. Wenn mich nicht alles täuscht. Sondern das soll auch, glaube ich, erst mit dem 083-Patch reinkommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oh, jetzt können wir die hier machen. So, was machen wir denn da? Schnauze. Komm, ich pack den einen Punkt hier noch rein. Dann haben sie wahrscheinlich irgendwo diesen Bild gesehen und haben gesagt, ach ne, wir finden wir doof. Oh, guck mal, ein Relic. Hörst du mal auf da vorne? Toll. Ganz toll. Habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Ne, ich glaube aber nicht. Da, aber das wird nichts Großes sein. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, da nochmal ganz hinzumarschieren. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ehrlich gesagt. Dann gehen wir einfach mal hier durch. So. Portal haben wir. Nerv nicht. Stirb. Auf sie mit Gebrüll. So, meine Sensenmann-Armee ist auch dabei. Aber leider lösen sie sich auch gerade wieder auf. Jo, sehr schön, Jungs. Macht nur weiter so. Fand ich okay. Zu der Frage, ob es eine Übersetzung geben wird, hattest du ja auch gefragt, Conny, ob es da eine geben wird. Es hängt davon ab, wie gut sich das Spiel in Deutschland verkauft. Also erstmal, was sie nicht wollen, das hatte ich heute auch gelesen, ist, dass von, sag ich jetzt mal, Zuschauern gemacht wird. Was ist das denn hier? Plus 33 Health, 7% reduces, was? Plus 3 Vitality, 5% Current Health, Drain per Second, nur 4 Second. Das ist auch schon wieder so ein Item, das eigentlich kein Mensch braucht, ne? Also wenn ich mir die Stats angucke, nee, es war, sieht im ersten Step ganz nett aus, aber nichts, was man wirklich braucht. Nein, nein, nein. 69 Armor, 8% Increase, ja, das kann man eigentlich mal nehmen. Obwohl, wartet mal. Nee, Quatsch, das ist ja doof. Also sie sagen, wenn es entsprechend in Deutschland erfolgreich ist, wird es wohl auch eine Übersetzung geben. Das ist das, was die dazu sagen. Ist jetzt natürlich immer schwierig zu sagen, wie sie im Grundsatz erfolgreich definieren werden. Erfolgreich kann ja alles Mögliche bedeuten. Aber das ist halt die Aussage. Die bringen ja immer so einen wöchentlichen Developer-Chat raus.
Und da habe ich mir jetzt mal so die... Gar kein Ding, Conny, überhaupt gar kein Ding. Ich hoffe ja auch, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Aber ich meine, ich kriege es ja gerade noch so hin. Mit dem Verstehen, aber manchmal ist das Englisch hier schon so eine Sache, finde ich, weil da musst du dir viel halt aus dem Kontext. Sag mal, hörst du mal auf hier? Findest du das okay, mich zu nerven? Da muss ich mir viel aus dem Kontext holen, finde ich immer ein bisschen doof. Von daher, mal gucken. Hallöchen. Also glaube ich, weiß, was sie noch in Patch 083 bringen, ist für dich vielleicht, Yuna. Wobei das, so wie ich es verstanden habe, wird es nur die Grafik betreffen. Die wollen wohl die Grafik vom Schamanen verbessern, also die reine Optik im Spiel. So habe ich es zumindest verstanden. Wie gesagt, ich kann jetzt auch kein perfektes Englisch. Dafür macht man das zu selten. Oder spricht man es zu selten. Ich für meinen Teil zumindest. Sprechen sowieso sehr selten. Lesen oder so schon noch häufiger, aber es ist immer geil, wenn man dann anfängt. So, ich meine, du liest Texte in Englisch, guckst Videos in Englisch, aber wenn du dann selber anfangen sollst zu sprechen, so brichst du dir voll ein ab. Erschreckend. Man macht das halt einfach viel zu selten. Da unten ist auch noch was. Hallöchen. Ja, 3. September halt, ne? Das ist das Datum. Und das mit den Necromancer ist wohl sehr safe. Das ist auf ihrer eigenen Webseite. Haben sie selber bekannt gegeben, dass sie da Veränderungen machen. Also von daher, da mache ich mir nichts vor. Das wird passieren. Finde ich doof, aber ist so. Wie gesagt, gerade jetzt, wo ich mit dem Char anfange, finde ich das noch doofer. Aber ich kann es eh nicht ändern. Ihr habt ja keinen Einfluss drauf. Also von da muss ich da Augen zu und durch und mal das Beste draus machen. Na.
Also habe ich im Grundsatz noch, wenn ich richtig rechne, 1,5 Wochen, den großzuziehen hier. Die Frau mit dem hässlichen Hut. Übrigens, wenn das Spiel fertig ist, gibt es ja zumindest, Verschönerungs-Items. Aber die musst du vermutlich kaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber da würde ich auf jeden Fall für eine Necromancerin einen Hut kaufen gehen. Auf jeden. So, ich habe übrigens immer noch nicht Waffen geschraubt. Ich hatte keinen Bock darauf bisher. Oder es war bisher auch nicht notwendig, das muss man auch mal so sagen. Ich glaube, das Waffenschrauben macht auch wirklich erst im Endgame Sinn. Könnt ihr mal Bone Golem in Ruhe lassen? Geht das vielleicht mal? Der hat euch doch gar nichts getan. Richtig, das ist auch das Problem. Dass du echt nicht weißt, was da noch kommt. Über Items hatten die sich in den Stream heute auch unterhalten. Also wie ich das verstehe, ist es hier in dem Spiel so, dass es aktuell diese Unique Items im Prinzip immer für einen speziellen Bild sind. So habe ich es verstanden. Wie gesagt, war in Englisch. Und der sprach irgendwie von Omni-Items. Und ich würde Omni-Items so verstehen, dass es Items sind, die auf verschiedene Skillungen gut oder besser werden lassen können. Ja, man könnte die mal angreifen. Geht das vielleicht mal? Wie gesagt, sogenannte Omni-Items habe ich noch nie gehört, den Begriff. So. Dann hier rein. Auch noch ein Kistchen. Kist City hier. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Sag mal. Digga, lass mich da mal vorbei hier.
So, hier ist nichts weiter. Muss er denn mal so einen Krach machen, wenn er drauf geht? Kann ja wohl nicht angehen. Da geht's wohl nicht lang. Aber hier geht's wohl lang. Okay. Ab durch den Hafen. Sieht zumindest aus wie ein Hafen. So, nun müssen wir da unten lang. Ja, dann gehen wir jetzt mal da oben lang, würde ich sagen. Oder was gibt's hier? Wraith have more critical strike chance multiplier, can you use other modificators? Und hier summoning cast speed, das ist nice. Ja, das ist noch nicer und Mana Efficiency, weil da habe ich gerade eine kleine Baustelle. Mana ist gerade schwierig. Ah, was? Ach. So, dann geht's hier wohl ins Boot rein, was? Oder so? Wow.
Hallöchen. Was wird das denn jetzt da oben? Lass mich da weg.